Die Europa League und Istanbul im Rückspiegel. Den Blick nach vorn gerichtet auf Spieltag 11 in der Bundesliga und den ersten FC Köln. Der Sieg in der Euroleague bringt Köln für die Bundesliga nichts. Da haben sie immer noch sehr wenig Punkte und müssen das Heimspiel auch gewinnen. Und wir wollen das Auswärtsspiel gerne gewinnen. Und von dem her hat dieser Wettbewerb Euroleague nicht so viel Einfluss auf die Bundesliga. Die TSG in Köln, das waren zuletzt Spiele mit hohem Emotionsfaktor in beide Richtungen. Unser bitteres Pokalaus in der vergangenen Saison oder Kerem Demirbay's Tor am 30. Spieltag, das unserem Verein seine erste Europapokalteilnahme brachte. Wie schwer wird's am Sonntag? Ja, genauso schwer wie für Köln auch. Natürlich ist Köln jetzt den Vorteil, dass sie gewonnen haben, also ein bisschen psychisch vielleicht ein bisschen stabiler jetzt und weil sie das Selbstvertrauen jetzt haben von dem Sieg. Aber das ist für beide Teams gleich, wir haben beide die gleiche Belastung gehabt. Die TSG hat in der Bundesliga die vergangenen 4 Spiele gegen die Kölner nicht verloren. Und auch wenn seine Mannschaft mit Verletzungen zu kämpfen hat, unser Cheftrainer geht mit viel Optimismus in das kommende Duell. Durch die Phase müssen wir jetzt durchgehen und versuchen auch ähnlich in Köln zu agieren, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, im Pokal und im Auswärtsspiel. Versuchen wir, dass wir eine gute Leistung bringen und wir sind trotz des reduzierten Kaders absolut dazu in der Lage, das zu machen und dann hoffen wir, dass wir gewinnen. Rot-Weiß gegen Blau-Weiß in Köln-Müngersdorf am Sonntagnachmittag ab 15:30 Uhr. Wir freuen uns drauf und fiebern mit unserer TSG.